Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Tja, in der letzten Folge sind wir hier in Venedig angekommen und haben schon einen kleinen Rundgang hinter uns und gemerkt, dass hier nicht alles so schön ist, wie es immer behauptet wird. Es gibt einige Probleme, für die wir aber Abhilfe schaffen. Nämlich Emilio Barbarigo erledigen. Aber zuerst mal werden wir uns um den nächsten Storypunkt kümmern. Oh. Hier ist es nicht so günstig. Könnt ihr mir vorstellen, dass hier eine Sequenz ist? Eine Sequenz, eine Codex-Seite. Ach. Mal sehen, ob wir hier besser rankommen. Mal sehen, ob wir hier raufkommen. Sind denn nicht alle Häuser von dieser Klettersprung-Krankheit befallen? Komm, halt die Klappe. Interessiert doch eh keinen, was der sagt. Dort unten, hm? Da hatten wir eine Kiste, ich weiß. Okay. Auf geht's. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden. Die schon wieder. Und die Dieben hier auch, hm? Okay. Autsch. Okay, das war nix. Hey, ich brauche eure Hilfe. Euch. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Bitte, als ob es darauf jetzt ankommt. Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Das wird eine Narbe geben. Rosa helfen, zum Fluss zu gelangen. Na schön. Wenn sie uns dafür den Klettersprung beibringt. Platsch. Ah, fuck. Lass dich ruhig wehren. Mecker hier nicht so rum. Mit dem Bein solltest du eigentlich lieber nicht mehr laufen. Wird sie vielleicht auch nicht mehr lange können. Allein wäre ich besser dran. Ach so, wir haben Stolz, hm? Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Hey, ich halte doch ganz gut Schritt. Wenn ich schneller renne. Allein wäre ich besser dran. Die hab ich erledigt, klar. Los jetzt. Ich will nichts damit zu tun haben. Dann geht aus dem Weg. Allein wäre ich besser dran. Mann, hör endlich auf, hier rumzuzicken. Okay, das ist das erste Mal, dass hier welche mit Lanzen kämpfen. Beziehungsweise, dass ich mich auf welche damit einlasse. Oh.
Erledigt. Hoppala. Wo bleibt ihr denn? Beeilt euch! Die haben einen ganz schön langen Weg hinter sich. Wenn die so weit. Wie weit müssen wir noch, hä? Wo bleibt ihr denn? Boah, die geht mir auf die Nerven. Na, was ist? Lässt das Bein nach? Sieht ganz so aus. Jesus, mein Bein. Ich heiße nicht Jesus. Könnt ihr gehen? Sieht es so aus? Dann komm her. Sturkopf. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorato Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was? Was soll das heißen, ich weiß? Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Oder seid ihr blind? Schön. Könntet ihr euch ein bisschen um die kümmern? Okay. Heilerdienst. Ugo! Was ist los? Rosa ist verwundet. Gebt sie her! Für den Rest des Weges nehmen wir das Boot. Vorsicht. Ach. Geht, ich übernehme die Wachen. Die lassen nicht locker, die Schweine. Du hast hier nicht rumzuballern. Tötet sie, Ezio, schnell! Bist du blind? Was habe ich gerade gemacht? So, die werden hier weiter den Fluss lang fahren. Hier oben. Vor allem hier oben. Okay, hopp, hopp. Wow, ich muss ein bisschen auf die warten. Der hat das überlebt. Oh. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell! Sofern ihr euch mal beeilt. Bisschen schwimmen. Das heißt nicht, wir dürfen nicht hier oben sein, nur weil ich jetzt hier in der Mission hier lang muss. Wollt ihr mir hier ans Bein pissen oder was? Echt. Sie schießen auf uns! Nein, tun sie nicht. Nicht mehr. Wo bleibt ihr denn, hä? Sie schießen immer noch auf uns! Wenn die so weit sind, kann ich auch hier zwischendurch meine Kiste öffnen. Hier. Da.
Habt ihr es? Ja, immer schön. Mir nach. Sie habt's echt nicht sehr eilig, hä? Hm? Sehr schön. Hätten wir es. Es tot, Idiota. Beten kannst du später. Auf, Codemonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben mir schon die Neuen die Befehle. Ich bin kein Neuer. Na los, komm schon. Hey, hey! Aufwachen! Sterb mir jetzt ja nicht weg. Nach all dem Ärger. Wir brauchen Hilfe. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Weg mit dem Mist. Legt sie dort ab. Okay. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus! Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Okay. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Oh, Caputana! Ben Fakt. Ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Mhm. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. So, so. Die wissen, wer ich bin, hm? Gut, ich würde sagen... Oh. Hier bei der Diebesgilde gibt es ein Symbol. Und die Kiste ist schon wieder voll. Ja, das kann mir jetzt erstmal egal sein. Wir werden nochmal mit dem Typ reden. Avanti. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti. Und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir?
Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Okay. Bauklötze. Ja, jetzt haben wir hier mehrere Anlaufpunkte praktisch. Gut, zwei. Die Tür wieder und sie. Was soll's, wir reden nochmal mit ihr. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Der Klettersprung, endlich. Affen machen alles nach. Na schön. Mit unseren normalen Kletterfähigkeiten wären wir hier nicht hochgekommen. Aber so klappt's. Spring, Ezio! Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Ja, ich hab's doch schon. So, wie war ich? Es gibt bessere. Danke. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Mhm. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Okay. Die Frari-Kirche ist einer der Aussichtspunkte hier. Halt, Moment mal. Ich höre hier wieder dieses... Ja, dieses komische Leuchten ist hier wieder zu hören, obwohl das normalerweise nicht zu hören ist. Aber es ist nur die Kiste. Hatte jetzt eigentlich mit dem Wahrheitssymbol gerechnet, aber naja gut, was soll's. Werden wir schon finden. Und wenn ich's offscreen... Da hinten ist es doch. Was war denn das jetzt, Ezio, hm? Okay. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich war in der Maschine und sie stecken mich immer wieder rein. Ich verliere Kontrolle. Und alles verschwimmt. Ich halte ein Gewehr. Gettysburg ist am Horizont. Ich erstach gerade einen Mann. Blut ist an meinem Waffenrock. Ich bin in der Oper. Die Sopranistin. Wunderschön. Ich bin mit ihr im Bett. Sie schreit, während wir uns lieben. Ich spreche im Forum. Keiner hört zu. Ich bin im Wald. Jagen. Mond. Ich sehe den Mond. Ich bin hier. Ich muss bleiben, bis ihr versteht. Hört, warum haben wir diese Gaben, diese Fähigkeiten? Die sind in unserem Blut. Also langsam ist
Nummer 16 wirklich durchgedreht, wie es scheint. Okay. Haben wir dieses schon mal. Aber hier mache ich jetzt wieder einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann werden wir die Frari-Kirche wohl hochklettern. Zusammen mit Rosa. Oder unter ihrer Anleitung. Bis dahin. Tata!